Immer mehr Menschen nutzen sie und sind teilweise gezwungen, sie zu nutzen für eine günstige Mahlzeit, weil sie arm sind. Die Rede ist von der Reutlinger Vesperkirche in der Citykirche. Einst an der allerersten Vesperkirche in Stuttgart orientiert, hat die Institution mit prominenten Gästen jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, darunter der evangelische Landesbischof Juli. 20 Jahre eine Erfolgsgeschichte, ein Erfolg, der in Zeiten von Vollbeschäftigung und Wohlstand traurig stimmt und nachdenklich macht. Mit einem feierlichen Festgottesdienst wurde gefeiert, was mittlerweile bereits seit 20 Jahren besteht und aus dem Angebot für viele sozial schwache Menschen längst nicht mehr wegzudenken ist. Mitte Januar öffnet die ökumenische Nikolai- oder Citykirche in Reutlingen für 5 Wochen ihre Türen und wird bis Mitte Februar zur Vesperkirche. Menschen können dann hier gegen einen symbolischen Betrag ein Essen bekommen. Solche, die es sich anders fast nicht leisten können, aber auch solche, die die Aktion Vesperkirche unterstützen oder einfach ein Mittagessen in Gemeinschaft und mit Begegnungen suchen. Die Finanzierung läuft über Spenden und Eigenbeiträge der Gäste. Eine Erfolgsgeschichte, die gleichzeitig nachdenklich macht. Den Grundgedanken fasst der amtierende Vesperkirchenpfarrer zusammen: Erbarmen und Mitmenschlichkeit. Dass wir ein neues Herz bekommen, ein fleischernes anstatt dem steinernen, damit wir uns berühren und bewegen lassen von Not und Elend anderer Menschen und ihre Sache zu unserer eigenen machen. Der christliche Geist des Kampfes gegen Armut und Ungerechtigkeit, Brüderlichkeit, so dann der Ehrengast, der evangelische Bischof der evangelischen Landeskirche Juli, manifestiere sich gerade auch in der Solidarität der Vesperkirche. Hier begegneten sich die unterschiedlichsten Menschen mit Respekt und Würde. Die Vesperkirche bietet vielen Menschen für einige Wochen im Jahr einen Ort der Sicherheit und der Heimat, und das schon seit 20 Jahren. Sie bietet eben diese Möglichkeit der Begegnung, der Beratung, der medizinischen Betreuung. Die Vesperkirche ist für viele Menschen, die hierher kommen, ein sicherer Ort, eine Stärkung an Leib und Seele. Rund 200 Ehrenamtliche und rund 30% solidarische Esser, darunter auch immer wieder die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, sorgen zusammen mit Spendern für den Fortbestand. Die Vesperkirche, eine unverzichtbare regionale Institution. Ja, Armut bekommt für uns in Reutlingen ein Gesicht. Sie schärft die Vesperkirche für uns das Bewusstsein, dass bei allen diesen positiven Trends und den vielen städtischen Angeboten der freien Wohlfahrtspflege und vieler anderer tätiger Bürgerinnen und Bürger trotzdem noch etwas im Argen liegt. Und auch hier bei uns, da müssen wir uns ehrlich machen. Denn die Vesperkirche, dass es die Vesperkirchen gibt, ist Ausdruck davon, von Armut mit einem Reichtum, von Mangel im Überfluss. Die Reutlinger Vesperkirche in der Citykirche hat noch bis zum 12. Februar 2017 zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet. Von 11.30 Uhr bis 14 Uhr gibt es Mittagessen.